بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزلمة تنبوخ، العربية بين يديك، الدرس الأسرة، الدرس الثاني عشر. سوفتا أونتريشت. Und wir haben hier الحوار الثالث، der dritte Dialog. انظر واستمع وأعد. الأم، und wir sagten الأم ist die Mutter. هذا أذان الفجر. هذا أذان الفجر. Und das ist der Adhan, der Gebetsruf zum Fajr, zum Morgengrauen, zur Morgendämmerung. Und hier gibt es einen fatalen Fehler, den bis jetzt viele machen. Und zwar Adhan. Im Deutschen und im Türkischen vielleicht verlängert man das automatisch und sagt Adhan. Aber es ist Adhan ohne Verlängerung. Darauf muss man achten. Al-Ab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ein al-Aulad. Allah ist groß. Allah ist groß. Wo sind die Kinder? Natürlich, Akbar eigentlich an sich bedeutet größer. Aber Allah Azzawajal kann mit niemandem verglichen werden. Deswegen sagen wir, Allah ist groß. Al-Um, Wallahu A'lam natürlich. Al-Um, Sa'adun fil Hammami, yatawadda'u. Die Mutter sagt, Sa'ad ist in der Toilette, im Bad, fil Hammam. Und es gibt einen Unterschied zwischen Hammam und Hammam. Deswegen schreibt euch das vielleicht daneben. Hammam ohne Shadda bedeutet Taube. Und man kommt öfters, also man lernt öfters solche Wörter, indem man solche Fehler macht. Genauso, wenn man im Restaurant sieht und dann sieht man zum Beispiel Eis Mushakkel. Und das gleiche Wort, wenn man die Harakat ein bisschen ändern würde, dann würde man vielleicht Mushkila sagen können. Und Mushkila ist Problem, aber Mushakkel ist gemischt. Ein großer Unterschied. Als ich das zum ersten Mal gehört habe oder gelesen habe, musste ich lachen. Was ist das für ein Eis mit Problem? Sa'adun fil hammami yatawadda'u. Und yatawadda'u kommt von wudu. Der eigentliche Verb und den Infinitiv holt man eigentlich immer von der Vergangenheit im er, in der er-Konjugation, wenn man das sagen kann. Also tawadda'a. Also die Buchstaben alle, außer den Ja am Anfang. Der geht weg. Und dann wird es zu tawadda'a. Das ist der Infinitiv. Und in der Gegenwart fügt man einfach den Ja hinzu für er. Huwa yatawadda'u. Al-Ab. Wa ayna sa'idun. Und wo ist Sa'id? Al-Um. Sa'idun fil ghurfati. Er ist im Zimmer. Al-Ghurfa, Zimmer. Schreibt euch das auf, wenn ihr es nicht wusstet. يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. Er liest den Koran. Jetzt gibt es hier viele Fragen. Zum Beispiel, warum sagt man Al-Ghurfati? Warum sagt man nicht Al-Ghurfatu oder Al-Ghurfata? Das gewöhnt man sich mit der Zeit. Denn durch Präposition bekommt das Wort ein Kesra. Und wir haben hier Fi. Fi bedeutet in. Und durch der Präposition wird das nächste Wort mit dem Kesra gemacht. Iqra'u, er liest, also liest, al-Qur'ana. Und der Akkusativ, wenn man das so nennen kann, ist immer mit Fetha oder meistens gewöhnlich mit Fetha. Deswegen Qur'ana und nicht Qur'anu oder Qur'ani. Al-Ab, wa ayna sa'idatun. Und wo ist Sa'ida? Al-Um, sa'idatun fil musalla. Tusalli. Sie ist in dem Ort oder in dem Gebetsraum, wenn man das sagen könnte. Fil musalla. Tusalli, sie betet. Und wir sagen hier tusalli und nicht yusalli.
Weil Tusalli für weiblich ist. Für den Weiblichen benutzt man in der Gegenwart Tusalli. Für den Männlichen Yusalli. Huwa Yusalli. الأب أين المعطف؟ المعطف ist der Mantel, glaube ich. Wallahu alam, wenn man das so übersetzen kann. Dazu werden wir auch gleich ein Bild bekommen. Sa'd, hada huwa al-mi'taf. Das ist der Mantel. Ya walidi, o Vater. Dieses Ya ist O. Al-ab, wa aina an-nazaratu? Und wo ist die Brille? Sa'id, hadhihi hiya an-nazaratu. Das ist die Brille. Man kann auch sagen, hadhihi an-nazaratu. Man kann sagen, hiya an-nazaratu könnte man nicht sagen. Also hadhihi an-nazara. Oder man sagt, man fügt eben hier auch noch hinzu. Das wäre dann doppelt gemoppelt, so ein Ta'kid, eine Bestätigung. Ya walidi, o Vater. O mein Vater. Und dann al-ab, hayya bina. Los geht's, hayya bina, ila al-masjidi, zur Moschee. Und wir sagten Masjidi und nicht Masjidu oder Masjida. Warum? Wegen der Präposition. Ila, zu oder nach. Je nachdem. Sa'dun wa Sa'id, hayya bina. Los geht's. Auf der nächsten Seite haben wir dann die Wörter. Al-Mufradat al-Ard. Unzur wastami' wa'id. Ich sage die Wörter und ihr könnt dann und gebe euch dann ein wenig Zeit, damit ihr das wiederholen könnt. Masjid, Moschee. Und das ist eben auch die Azhar-Moschee in Kairo. Musalla, der Gebetsraum oder der Gebetsort. Al-Quran, der Koran. Hayya bina, los geht's. Nazara, Brille. Mi'taf, der Mantel, die Jacke. Ghurfa, das Zimmer. Hammam, die Toilette oder der Baderaum. Und wir sagten, Hammam ist Taube. Yatawadda'u, er macht Wudu. Yaqra'u, er liest. Yusalli, er betet. Mutter. Ab, Vater. Adhan, der Gebetsruf. Al-Fajr, die Morgendämmerung. Aulad, Kinder von Walad. Und wir sagten, dass Walad eben früher für beides gesagt werden kann. Eben Sohn. So. Jetzt gibt es unten noch eine Aufgabe. Tadrib, Sil bain al-Kalima wa Surat al-Munasiba. Verbinde zwischen den Wörtern und dem passenden Bild. Natürlich, die sich das Video anschauen, die können hier Stopp machen und dann versuchen, es zu verbinden. Und dann eben sich anhören, wie dann die Antwort ist. Quran ma' Surati al-Thalitha. Yatawadda'u ma' Surati al-Thaniya. يقرأ
مع السورة الأولى. مسجد مع السورة الخامسة. خمسة خامسة. نظارة مع السورة الرابعة. أربع رابعة. معطف مع السورة السابعة. سبعة سابعة. غرفة مع السورة السادسة. ستة سادسة. Und hier sind wir dann inshallah fertig. Natürlich, was habe ich jetzt mit den Nummern gemeint? Wenn man 1, 2, 3, 4 und so weiter sagt, dann sagt man eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn man aber sagen möchte 1., 2., 3. und so weiter, dann hat man so einen Wesen, eine Waage. Und zwar Fa'ila. Und nach diesem Wort, nach diesem Misan, nach dieser Waage, gehen wir oder ändern wir die Wörter. Wahid, Wahida. Und Al-Ula für eben weiblich. Da gibt es ein bisschen Ausnahmen. Ethnain, Thania. Da gibt es auch eine Ausnahme. Thalatha, Thalitha. Thalitha. Arba, Rabi'a. Der Alif geht weg. Dann nehmen wir die anderen Buchstaben. Khamsa, Khamisa. Wir benutzen alle Wörter und nach dem Kha fügen wir dann extra ein Alif. Sitta, Sadisa. Der Dal wird zu, der Ta wird zu Dal. Sadisa. Sitta. Hier gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Sab'a, hier haben wir drei Buchstaben. Sabi'a. Thamania, Thamina. Tis'a, Tasi'a. Ashara, Ashira. Und so weiter. والحمد لله رب العالمين ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة